Er kommt von hinten. 6 HP hat er noch, was? Wie habe ich ihn denn hinter mir getroffen? Habe ich ihn angeschissen oder wie? Ach du Scheiße. Er ist richtig am Abwehrkollegen. Wie viele Kills habe ich damit schon? 6. Nice. Dann machen wir noch einen 7. drauf. Bam. Oh, deswegen haben wir jetzt wieder was richtig Krasses gestartet. Wie gesagt, kommende Woche geht es los. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer kleinen... nicht Headshot-Runde. Schade, schade. Halt, stopp. Du. Ein Bot? Was? Ich habe eben eine richtig krasse Aufnahmesession hinter mir. Ich habe mit Wallen sehr, sehr krassen Scheiß aufgenommen. Vor allem sehr geilen Scheiß. Du stirbst jetzt. Und man kann schon extrem gespannt sein. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass es da was Kleines geben wird. Wir haben es so mittelmäßig geheim gehalten. Also nicht allzu gut, aber so halb mittel, so halbherzig. Ich sag mal so 3 von 4. Ich möchte jetzt gar nicht große Einzelheiten zu dem ganzen Projekt verraten, weil es eh nächste Woche starten wird. Was, wie, wann, wo und warum bekommt ihr dann natürlich gesagt. Und da könnt ihr euch echt auf eine krasse Sache freuen. Das wird sowas von geil. Wir haben halt bestimmt 2 Stunden aufgenommen. Oh, jetzt gehe ich aber ab, Junge. Aber der eine ist doch schon beim Knife, ne? Der 16er. Es hat wieder extrem viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ihr wisst, er ist... was? Also, ihr wisst ja, er ist mein alter Kanalpartner. Mit ihm habe ich früher bestimmt schon 300 Videos aufgenommen. Sage mal. Die ihr hier auf diesem Kanal auch nach wie vor finden könnt. Also, die sind hier alle enthalten. Also, wir haben unter anderem 300 Folgen Minecraft aufgenommen. Wir haben Borderlands 2 komplett durchgespielt. Wir haben Diablo 2 oder Diablo 3. Wir haben Diablo 3 komplett durchgespielt. Wir haben so viel Kram zusammen gemacht. Wir sind natürlich auch Best Friends, ist klar. Aha, Cheater, Alfred. Was? Von hinten kommt er angepimmelt. Was ein Gauner, ey. Lächerlich. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir müssen mal wieder was hier zusammen kreieren. Wir müssen etwas erschaffen. Ein Epos. Ein Meisterwerk, eine Göttlichkeit, das Antlitz Gottes berühren, mal wieder. Wie wir es halt früher immer gemacht haben, ne? Deswegen haben wir jetzt wieder was richtig Krasses gestartet. Wie gesagt, kommende Woche geht es los und da könnt ihr euch schon mal auf etwas freuen. Viele fragen sich jetzt, warum nimmst du jetzt so ein Abendsrätsel auf, ne? Einfach so, was, hä? Warum machst du das, du Dummkopf? Tja, Leute, es ist, so wie gestern, extrem spät. Extrem, extrem, extrem spät. Und ich will dennoch, gerade weil ihr mir wirklich so oft schreibt, dass ich scheinbar eure Abende versüße, ja? Dass viele wirklich auf meine Videos warten und sich einfach freuen, dass sie kommen, täglich. Da dachte ich mir, komm, ich muss jetzt diesen Pimmel... Ich muss euch jetzt einfach noch was aufnehmen. Ich muss es einfach. Es ist sau spät. Ich will eigentlich gleich ins Bettchen. Oh, er ist schon tot. Schade. Ich würde so gerne hier dran riechen, aber es ist halt... Es geht nicht. Da dachte ich mir, komm, so eine Runde Arms Race, beziehungsweise 1 oder 2 Runden Arms Race, die haben noch nie jemanden umgebracht. Ja, nachts. Also vielleicht mal ganz selten in der... In seltenen Fällen, wenn man, keine Ahnung, dabei halt... Ich weiß auch nicht. Stirbt. Wie auch immer. Aber sonst stirbt man davon natürlich nicht. Oh. Von unten kommt er und stirbt. Das war der Pisser, der mich voll gekillt hat. Ja, deswegen seht ihr jetzt hier eine Runde Hans Wurst. Vielleicht gewinne ich sogar. Oh Gott, wenn ich so weitermache, dann natürlich schon. Ist klar, ne? Einige von euch haben mir schon geschrieben, dass ihr sehr, sehr gerne die FAQ-Geschichte mit... Oh mein Gott, Alter, zum Glück habe ich Aimbot an. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie die FAQ-Geschichte sehr gerne mit Videos machen wollen würden. Andere wiederum nicht. Also ich werde diese Option auf jeden Fall offen lassen und mir... Ist der jetzt tot? Ja, super. Mir Snapchat auf, mein PC laden, damit ich da dann die Videos von euch ganz einfach oder auch die Bilder ganz einfach abfilmen und abfotografieren kann fürs Video. Weil ihr wollt im Video drin sein, ich weiß. Ihr wollt so ein bisschen was zeigen von euch, also diverse Leute. Und deswegen, ja. Er kommt von hinten. 6 HP hat er noch, was? Wie habe ich ihn denn hinter mir getroffen? Habe ich ihn angeschissen oder wie? Deswegen werde ich auf meinen PC eben Snapchat ziehen, damit ihr da so ein bisschen genüsslich... Hallo, Deeper. Gott, Alfred, alles klar. Damit ihr da genüsslich die Videos schicken könnt und ich die auch locker abfilmen kann, dann habe ich da nicht so ein Gehudel. Wisst ihr, wenn ich es auf dem Handy habe, ich habe jetzt eine Person, ein Mädchen sind, hat mir geschrieben, dass es ganz einfach wäre heutzutage, die Apple-Geräte mit dem PC zu verbinden. Das ist zu wünschen, auf jeden Fall. Das wäre ja endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung, nicht wahr, Apple? Aber nichtsdestotrotz, wer macht sowas schon gerne auf dem Handy? Auf dem Handy ist sowas immer krepelig. Also das abzufilmen und zu organisieren, anzuschauen, das ist immer scheiße. Also ich bin einfach überhaupt auch nicht der Handy-Mensch oder Smartphone-Mensch, wie man ja eigentlich sagt. Oh Gott. Um Himmels Willen, Handy, das haben ja früher die Alten gesagt, ne? Alter, ich hab die krasse Hyperbeast am Schlüssel. Bam, Alter! Was? Bot Alfred. Bot Alfred ist so mein Erzfeind hier, ne? Mit dem habe ich es irgendwie immer. Der will nicht so richtig. Ach du Scheiße. Er ist richtig am Abwehrkollegen. Wie viele Kills habe ich damit schon? 6. Nice. Dann mache ich mal noch einen 7. drauf. Bam. Oh. Ich meine, dann mache ich jetzt mal einen 7. drauf. Ja, ja, ja. Ich habe übrigens auch schon das Spendenziel geändert. Es geht jetzt auf den Arbeitsspeicher zu. Nachdem jetzt der Bildschirm kam, der eigentlich recht unverhofft kam, der war ja nicht geplant, ne? Musste dann natürlich eben sein. Aufgrund der neuen Grafikkarte. Nach der Grafikkarte und dem Bildschirm kommt dann nun der RAM. Und dann ist mein System erstmal wieder on point. Gut, möglicherweise muss ich meinen Prozessor so ein bisschen auftakten, beziehungsweise übertakten. Soweit ich erfahren habe, ist der zum Übertakten, aber ich habe es noch nicht angegangen. Also
Also, mir wurde gesagt, dass ich da noch einiges reißen kann und dass mein PC dann sicherlich noch gut 1 bis 2 Jahre easy mithalten kann. Sag mal, das wird hier nichts, ne? Wenn ich mich nicht konzentriere, dann bin ich wirklich rotzeschlecht. Aber der Header saß. Im Sprung, mein Sohn. Oh. Yeah, good kill, man. I know it, Snitch. Ja, nach dem RAM wird dann eine neue Webcam folgen. Ich glaube, ich komme nicht drum herum. Die Farbengeschichte und die Helligkeit ist mittlerweile so abgefuckt bei diesem Teil. Ich muss so brutal nacharbeiten, dass ich nicht entweder total bunt im Gesicht aussehe, also wirklich übertrieben bunt, oder aber einfach nur ein Schwarz-Weiß-Gesicht habe. So, an sich geht das Ding ja eigentlich noch. Ich meine, ihr seht ja, wie die Aufnahmen sind. Die sind ja auch wirklich nicht schlecht. Aber wenn ich dann wiederum sehe, wie die Aufnahmen werden, wenn ich meine hochauflösende externe Camcorder-Kamera nutze, ja, allein für den Greenscreen, da brauche ich viel weniger Licht und das Teil sieht schon bombig aus. Und bei dem Ding hier, wenn ich mich hier ein bisschen falsch setze oder bewege, dann seht ihr im Hintergrund auch mal schnell irgendwelche Schattierungen, die total bescheuert aussehen, weil sie auch so verpixeln halt. Also ich muss da, glaube ich, etwas noch in die Richtung nach vorne gehen halt. Aber das ist sicherlich gar kein Problem. Also durch eure Ultra... Ich bin der Knife-Kerl, will mich knifen. Oh, ich war gerade so nebendran. Genau das Gegenteil von on point, ne? Ich war gerade so off point. Aber ich denke, ich kann es nicht mehr schaffen. Also der wird den Knife Kill sicherlich gleich machen, der CT. Und da kann ich wohl nicht viel dran rütteln. Und er lässt dir nichts dran rütteln. Scheiße. Okay, okay. Schade. Naja, soweit so gut. Dieses Video ist mehr oder weniger als kleines, ich sag mal, Infovideo zu verstehen. Ich wollte eigentlich rumlaufen, also mit der Kamera. Aber es ist Nacht. Da muss ich alle Lichter anmachen. A und B. Meine Freundin pennt hier. Und die denkt, ich habe einen Vogel, wenn ich nachts hier rumlaufe, mit euch erzähle, ne? Deswegen habe ich jetzt einfach mal noch eine Runde mich hier von PC gehockt und gespielt. Auch mit Lichtern, extra für euch. Ihr wollt mein wunderschönes, bezauberndes, weibliches, aber extrem männliches Gesicht sehen. Und bitteschön, seht euch satt. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank für eure brutale Unterstützung. Es ist wirklich nicht mehr normal, was durch euch alles schon zu erreichen ist, was möglich ist. Und ich kann einfach nur meinen Hut für euch absetzen oder senken. Also hätte ich einen Hut hier. Ich habe jetzt gerade, ich habe auch kein Toupet jetzt, also das Fecht gewachsen. Ne? Wie krass wäre es für euch, wenn ich jetzt so lachen würde und dann würde ich hier so ziehen und das wäre einfach ein falscher Bart, schon immer. Und ich hätte nie den Oberlippenbart gehabt. Würdet ihr weinen? Die Mädels sofort, nein! Ah! Ohnmächtig. Und die Männer, nein! Johnny, Jimmy, Günther, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, ne? Na, ciao. Ja.